Heute haben wir wieder im Angebot das iPad 2018 und das werden wir jetzt erstmal ganz entspannt auspacken, würde ich sagen. Schauen wir es hier ganz präzise einfach mit einem Stift auf. Ja, Leute, so muss das sein. Da ist jetzt das jude Stück. Hier ist es das iPad 2018. Wir haben ja auf der Oberseite das iPad. Dann haben wir hier iPad Apple Logo. iPad Apple Logo. Rückseite. Auf der Rückseite haben wir ganz viele Daten, auf die wir eh zurückkommen werden. Ja, sieht erstmal vollkommen normal aus. Apple typisch Design beibehalten. Wir kennen es ja. Packen es erstmal jetzt. Jetzt pack's doch aus, Mann. Es kommt gleich zum Vorschein, Leute. Keine Sorge. Wir nehmen es mal raus. Ja, gut. Wir werden jetzt erstmal das beiseite legen. Dann haben wir hier natürlich noch ganz klassisch das Aufladekabel. Werden wir auch beiseite legen. Wir haben hier natürlich Design bei Apple in California. Den ganzen Papierstissel. Hier willkommen bei Blabla, willkommen bei iPad. Das sind 1000 verschiedenen Sprachen. Und die ganzen. Und Apple-Sticker. Oh ja, dafür habe ich natürlich auf gar keinen Fall gekauft. Packen wir die guten Dinger da einfach rein. Danke Apple für dieses Willkommenspaket. Und den klassischen Apple-Aufladestecker. Hinten ganz normal USB und vorne eben der Adapter. Und dann ist der Karton leider schon leer. Machen wir uns nichts draus und legen das iPad wieder hin. Wir holen es mal raus aus der guten Verpackung. Boah, Leute, dieses Gefühl. Und zum Glück geht es hier auch gleich alles komplett weg. Und da haben wir es, das iPad 2018. Wir haben hier auf der Oberseite den Anknopf, immer noch an Bord, der Klinkenstecker. Das ist eigentlich schon fast unfassbar. Wir haben hier Touch-ID der zweiten Generation, der ersten Generation leider. Zwei Speaker auf der Unterseite, leider nicht Stereo, also hier oben befindet sich absolut gar nicht. Dann natürlich Lightning, Apple, iPad und wieder ein Mikrofon. Auf dieser Seite haben wir absolut nichts. Und auf dieser Seite haben wir eben die lauter leiser Tasten. Und das ist das gute Stück. Ja, ich habe es hier in der Space Gray Variante, weil ich finde, die sieht am besten aus, weil sie ein schwarzes Display hat. Und ja, bei Apple gibt es da dann ein schwarzes Display nur in Verbindung mit Space Gray. Also eigentlich ein bisschen schade, aber so ist es nun mal bei Apple, ne? Wir werden das ganze Ding jetzt einmal für den weiteren Versuch hier aufbauen. Packen erstmal das hier aus. So, haben wir das auch geklärt. Und das erste Mal in den Strom gesteckt. Fährt es auch schon hoch. Hier könnt ihr es sehen. Das Apple-Logo. Deswegen gehen wir erstmal kurz zur Seite, bis es hochgefahren hat, weil es dauert ja bekanntlicherweise etwas. Und ja, das war der Ton dafür. Oh, ging doch etwas schneller als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wählen hier am besten Deutsch aus. Deutschland manuell konfigurieren. Jetzt gehen wir erstmal unser Passwort ein. Wir gehen auf Weiter. So, dann geben wir einen Code ein. Zack. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das iPad als neues zu konfigurieren. Oder aus einem iTunes-Backup, falls man schon ein iPad hatte oder ein iPhone, wie auch immer. Oder eben aus einem iCloud-Backup. Wir richten es hier natürlich erstmal als neues ein, damit ich euch das zeigen kann. Jetzt melden wir uns ganz normal mit unserer Apple-ID an. An der Stelle mache ich mal eine neue. Da klickt ihr hier rauf. Gratis Apple-ID erstellen. Wow. Danke, Apple. Nachdem ihr euer Geburtsdatum eingegeben habt, gebt ihr einfach euren Namen ein. Und dann habt ihr das Ganze auch schon. Mit einem Passwort, dies, das. So, dann, nachdem ihr euch mit der Apple ID angemeldet habt, kommt ihr hier zu diesem Sicherheit, dies, das, bla, bla, bla. Auf einem neuen Gerät muss deine Identität mit Hilfe deines Geräts oder der Hilfe der Maschine vorschauen. Da tippt ihr einfach eure Nachricht ein. Ja, eure Land erstmal, so. Dann geht ihr zu eurem Handy, habt dort diese Bestätigungs-Mail. Da akzeptieren wir natürlich. Was soll man sonst machen? Und dann wird es die Apple ID eingerichtet und ich weiß nicht genau, ob das Gerät auch schon im Hintergrund ein bisschen auf Vordermann gebracht wird, sage ich mal. Ordnungsdienste brauchen wir jetzt erstmal nicht. iCloud-Schlüsselbund brauchen wir jetzt auch erstmal alles nicht. Brauchen wir nicht. Nein. Ich will jetzt möglichst schnell zum Desktop. Nicht, dass ihr jetzt denkt. Und überall auf das Ding zugreifen, das Dock, genau. Darüber erzähle ich euch dann im Review später mehr. Das kann ich jetzt alles überspringen, ihr könnt das Video anhalten. Und los geht's. Und da sind wir dann auch schon. Und wie ihr seht, es ist absolut flüssig für die 2 GB RAM, die es eigentlich erst nur hat. Noch nicht. Siri, gut, ja, komm. Siri können wir uns schenken. Was wir hier allerdings auch schenken können, ist das. Und AirDrop. Jetzt haben wir natürlich erstmal hier ein paar Dinger, zu denen ich
wahrscheinlich erst später kommen werde. Die Uhrzeit stimmt nicht ganz. Da müssen wir mal kurz nachgucken. Ist das Software-Update verfügbar? Ja. Wir kriegen nämlich für dieses Ding natürlich Punkt 0.1. Das laden wir jetzt aber erstmal nicht runter. Ich will nur so ein kleines Hands-on machen. Und vor allem will ich jetzt die scheiß Uhrzeit richtig ändern. So, jetzt mal gucken, was der für eine Zeitzone drin hat. Warum die Uhrzeit nicht stimmt, wenn das denn finden würde. Ja, Los Angeles ist schon mal falsch. Wir brauchen nämlich Berlin. Oh. Stimmt es auch? Mal kurz aufs Handy geguckt. Jo, stimmt. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Den Rest kann man alles später machen. Wir haben jetzt Siri. Gut, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt brauchen werde. An sich läuft es natürlich, klar, es ist jetzt frisch eingerichtet, aber es läuft auf jeden Fall. Es sieht sehr, sehr, sehr vernünftig aus mit der Software von Apple natürlich. Wir haben ja natürlich auch iMovie am Start, den tue ich natürlich zustimmen. Im Apple Store müssen wir uns natürlich auch anmelden, klar. Akzeptieren, akzeptieren. So, der Apple Store natürlich, wie jetzt mittlerweile gewohnt, relativ aufgeräumt, alles. Es lädt, es ruckelt jetzt nichts, es lädt nichts. Da hat Apple eben gerade mit seiner Software relativ viel im Spiel. Also da nicht täuschen lassen. Es ist nicht alles wegen der guten Hardware, die verbaut ist. Da ist auch sehr, sehr, sehr viel Software gebunden. Naja, die kicken wir wieder raus. Gut, das haben wir eigentlich geklärt. Das Wichtigste haben wir alles gemacht. Hier natürlich die Mitteilungen, haben wir jetzt keine. Und ja, wir können natürlich jetzt auch nochmal GarageBand reingehen. Haben hier unser Dock, was wir rum und um wischen können. Wir können hier jetzt gleichzeitig den Apple Store. Ist der nicht? Hallo. Naja, wir haben hier GarageBand, fortfahren. Auch relativ präzise. Moment, wir drehen es mal ganz kurz. Aber das werde ich euch alles später zeigen. Ja, das war's eigentlich. Ausgepackt ist es. Wie sich das jetzt schlägt, in Verbindung natürlich auch mit einem Pencil. Ich werde es mit dem Logitech Crayon verwenden. Einfach um zu sehen, wie wenig man tatsächlich jetzt für so eine Combo ausgeben muss. Weil wenn man Apple hört, hört man natürlich auch erstmal die Preise in die Höhe steigen. Und ich will mal gucken, wie tief kommt man eigentlich mit Apple. Also nicht im Niveau, sondern im Preis. Wie tief kommt man? Weil das hier in der 32 GB Variante, ja gut, jetzt nicht in Space Gray, aber kostet um knapp einen Daumen 300 Euro. Je nachdem, wann man es halt kauft und bei welchem Anbieter. Aber um den knappen Daumen 300 Euro. So, der Logitech Crayon kostet 69 Euro. Liste. Aktuell ist da jetzt noch nichts ersichtlich, was da irgendwie mit Reisen aussitzt. Und ich werde mal gucken, wie der in Verbindung mit dem ist, weil der auch nur mit dem iPad 2018 fungiert. Der kann nur mit der, der funktioniert nur mit dem. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und geguckt, gut, wenn der nur mit dem funktioniert und nur auf das Ding angepasst ist, dann müsste der ja perfekt mit mir zusammenarbeiten. Und das werden wir mal testen. Nicht jetzt, sondern im Review dann später oder in einem separaten Video nochmal, je nachdem, wie ihr das wünscht. Das könnt ihr jetzt gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Review oder in einem unten im zweiten Video, in einem dritten Video, je nachdem, was ihr da eben euch noch wünscht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Video. Wenn ihr noch kein Abonnent von diesem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr nichts. Bis zum nächsten Mal und ciao.